Hallo, hallo, hallo. Und wie ich gestern versprochen habe, wird es heute noch einen Tipp für die Heilung des Herzens und den Ausgleich in der Wandlungsphase Feuer geben. Wir haben ja erst mit der Herzmeditation angefangen. Guck dir das Video von vor 3 Tagen an. Gestern gab es dann, vor 2 Tagen, sorry, und gestern gab es dann die Meridianmassage und heute machen wir die Aromapressur. Das heißt, ihr braucht hierfür euer Weihrauchöl und Herz 7 ist auf der kleinen Fingerseite genau dort, wo die Handfalte, die Handgelenksfalte ist. Wenn ihr da so ein Patschehändchen macht, seht ihr, ihr habt eine untere Linie am Handgelenk und dann... Es gibt verschiedene Art und Weisen, Herz 7 zu lokalisieren. Ich persönlich mag immer den hier vorne. Und für die Aromapressur legt ihr einfach den Finger oben drauf auf die Flasche und habt dann so einen ganz Hauch von Öl. Und was wir machen bei der Aromapressur, so wie ich sie seit 2014 schon unterrichte und ausbilde, ist, dass wir die Energie des Punktes und die Energie des Öles zusammenbringen. Und ihr lasst den Finger einfach auf diesem Punkt ruhen und genießt, dass das Öl für dich mit dem Punkt arbeitet. Dieser Punkt, Herz 7 und das Öl zusammen, die Symbiose davon, hilft uns, unser Bewusstsein zu stärken, zu beruhigen, aber gleichzeitig auch eine Klarheit zu bekommen, und zwar eine geistige Klarheit. Eine Klarheit, die uns unsere eigene Wahrheit leben lässt oder vielleicht sogar erstmal sozusagen die eigene Wahrheit etwas entblättern lässt. Ich gebe übernächste Woche, also 10. Juli, Aromapressur für Selbstfürsorge, kleine 1-Stunden-Workshops, die sind online und auch bei mir in der Praxis als live. Guck unten in den Kommentar sozusagen rein und da steht dann auch alles, wie du dich anmelden kannst für diejenigen von euch, die diese Aromapressur lernen wollen und auch wirklich effektiv anwenden. Euch lade ich ein, vom 24. bis 27. August nach Berlin zu kommen und bei der Aromapressur-Ausbildung mitzumachen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie unter den Kommentar. Ihr habt hoffentlich noch den Punkt und das Öl. Und auch hier, der Finger fungiert nur als ein Deckel. Und ihr haltet den Punkt und lasst einfach Öl und Punkt arbeiten. Ich empfehle meistens am Anfang, es 2 Minuten zu machen. Dann gibt ihr wieder ein Momentum des, ja, Reflektieren, Reinfühlen. Die Aromapressur hilft uns wirklich ganz fein, uns fein zu tun im Kontext, wie es uns geht, gerade so emotional und mental. Wenn du Fragen hast, erinnere dich dran, unten im Kommentar reinschreiben. Ich freue mich, von dir zu hören. Bis morgen. Tschüss.